Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserem neuen Absen-Hausschatz der modernen Kunst. Der Absen-Hausschatz ist eine Ansammlung von Radierungen und Kupferstichen, die Sie hier im Überblick sehen, und stammt aus der Zeit von 1870 circa von der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Was ist diese Gesellschaft? Die hat damals zur Zeit unseres österreichischen Kaisers Franz Josef und Sissi existiert und Themen des täglichen Lebens, der Aktualität aufgegriffen, als auch landschaftliche Themenbereiche dargestellt. Sie steht in direkter Konkurrenz zur sich langsam entwickelnden Fotografie und möchte mit dieser Kunst, die wir heute als Gebrauchskunst bezeichnen, Möglichkeiten schaffen, dass sich die Bevölkerung künstlerisch gestalten können zu Hause, indem die Gemälde, die unerschwinglich damals waren, in dieser Form sich mit nach Hause nehmen konnten für einige Kreuzer oder Mark oder Goldstücke. Das war der Sinn dieser Gesellschaft, die mit großem Erfolg diese Bilder produziert hat. Und das wollen wir aufgreifen und auch heute Ihnen zur Verfügung stehen. Sie werden in folgenden Videos die Themen im Einzelnen besprochen sehen. Da werden wir auf jedes Bild einzeln eingehen. Zum Abschluss danken wir für Ihr Interesse an der Absen-Hausschatz-Galerie, die wir im Einzelnen besprechen werden. Moderne Kunst der 70er Jahre. Dankeschön.